Hallo, wir schauen uns heute wieder eine Handbefreiung an, wo man mit dem Partner logischerweise machen muss. Der Partner hebt und jetzt habe ich da so eine Bewegung drin, die allein löst eigentlich bereits den Griff. Ich drehe meine Hüfte, so mein Arm kommt von oben nach unten, von links nach rechts und von vorne nach hinten. Gleichzeitig gehe ich da mit der zweiten Hand dahinter und begleite das. Und wenn ich will, kann ich da noch schlagen. So eben vielleicht auch schlagen. Also ich gehe drüber, über. Er kommt vielleicht gleichzeitig, wenn ich das noch als Block und kann schlagen. Achtet darauf, dass eure Handgelenke ganz bleibt, vor allem seins, wenn er übertrieben fest hebt, dann kann es sein, dass er da alles verwürgt. Dass er da noch eine kaputte Hand hat. Das wollen wir nicht. Viel Spass beim Üben!